gut. Weil in der normalen Form habe ich keine hat Yahira keine Chance gegen sie. Das ist okay zu wissen. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ja? Ich warte. Dann Schutz vor dem Bösen. Und eine Verteidigungskoordination kann sie auch gebrauchen. Was kann ich tun? Dann eine Hast. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Eine Hast. Ja, hier, Talisa, du noch. Ein Gebet. So. Na, was haben wir denn da? Dasselbe wie immer. Mit Hilfe dieses Heins bin ich stärker. Ihr habt natürlich Unrecht. Ich genieße den Kampf der Rituale und heiße die Gelegenheit willkommen, eure verwerfliche Existenz zu beenden. Schon erledigt. So. Ja, aber gerne. Das Netz der Magie hat sich aufgelöst. Okay, ihr Dings ist weg. Da verfall mal bitte. Ah, jetzt kriegt sie die ganze Zeit Rettungswürfe hin. Das ist nicht so gut. Weißt du was, wenn ich mich gleich in den Bär verwandle? Das Netz der Magie hat sich aufgelöst. Ich hab vergessen, Rittenhaut und unterbrochen. Das Netz der Magie hat sich aufgelöst. Die vorübergehender Natur sind. Ich denke mal, das ist wieder nicht gut gelaufen, weil ich nur Pech hatte mit den Würfen. Weil alles ist an ihren Rettungswürfen abgeprallt, wie nix. Und sie hat Yahira auch recht gut getroffen. Also nochmal das Ganze. Ja? Ich helfe, wo immer ich kann. Kann ich nicht noch irgendwas Tolles auf sie sprechen? Nö. Ja. Das heißt, das hier. Manus Potentis. Koordinierte Verteidigung. Na, hast. Ich warte auf euren Befehl. Was immer ihr wünscht. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu halten. Den Kampf der Rituale und heiße die Gelegenheit willkommen, eure verwerfliche Existenz zu beenden. So, das ist erfolgreich gewesen. Dann verfall noch bitte. Nein, das hat nicht geklappt. Und du verwandelst dich gleich mal. Schon erledigt. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Blocken.
Hey, ich habe sie tot gekriegt, bevor sie sich verwandeln kann. Geißel wurde beseitigt. Die Tat ist getan. Und ich kann hören, wie das Land erleichtert aufatmet. Der Natur wurde ein großer Dienst erwiesen. Ein Dienst, den sie so schnell nicht vergessen wird. Ja, gut. Nun geht es das Land nach Faldorns Ritual wieder aufzubauen. Faldorns Ritual wieder aufzubauen. Ihre Unverwundbarkeit hat einen hohen Preis. Ihr Verlust wird dem Land unermessliche Leiden auferlegen. Werther fungiert als Meister der Herausforderungen und großer Druide, bis die Zeit der Erholung abgeschlossen ist. Seine Ehrfurcht vor dem Land wird ihn vor Anfechtungen bewahren. Sind die Namen verheilt, wird es wieder so sein wie einst, so jedenfalls beinahe. Ein neuer großer Druide wird gewählt werden müssen. Es liegt also noch viel Aufregung vor uns, doch für den Moment können wir uns ein wenig ausruhen. Wie steht es mit euch, Talisa? Wollt ihr weiterreisen? Wenn ihr jemals Hilfe braucht, findet ihr mich inmitten der Schönheit der Natur hier in unserem Druidenhain. Natürlich, Kern, ich weiß, wo ich euch finde. Ich freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen. Ich fungiere als Meister der Herausforderung und alle, die einen Aufstieg innerhalb des Ruinenordens wünschen können, zu mir kommen. Und euch kann ich nur meinen tiefsten Dank aussprechen. Bei eurer Tapferkeit verleihe ich euch den Stab des Blitzes und des Donners. Benutzt sie mit Weisheit und Respekt. Vergesst nicht, jede Ausrüstung mitzunehmen, die ihr vor der Herausforderung abgelegt wurde. Ich bin bereit. Aber gerne. So. Dann. Alles wieder anziehen, ja, Hira. Dumm. Ja, die ganzen Heiltränke. Und das andere Zeug. So. Gewitter stecken. Es gibt Legenden, dass diese Stecken aus dem Unterholz rund um heilige Druinhaine emporwachsen, wenn der umliegende Wald bedroht wird. Kampfstab. Blitze herbeirufen 10 Ladungen. Blitzstrahl 10 Ladungen. Ist nur eine +2 Waffe. Wenn, dann könnten wir sie Airy geben, aber leider hat Airy schon eine bessere Waffe jetzt mittlerweile. Dank der Rakshasas. Deswegen wird sie leider verkauft werden müssen. Die kann ja, glaube ich, eh nur von Klerikern und Druiden verwendet werden. Okay. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Ich bin der Meister der Herausforderung. Frage nun alle anwesenden Druiden, gibt es jemanden unter euch, der eine Herausforderung aussprechen will? Unser Orden ist in Unordnung geraten und benötigt dringend neue Führung. Gibt es jemanden unter den hier Anwesenden, der eine Herausforderung aussprechen möchte? Wer ist dazu bereit? Wer fühlt sich berufen, die Leitfigur unseres Heinz zu sein und den Titel eines großen Druiden zu beanspruchen? Es ist niemand da, der sich berufen fühlt. Okay. Mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, außer dem Druiden. Ja. Ich denke mal, damit haben wir das recht gut gelöst. Ihr müsst können wieder raus hier. Natürlich. So, können wir den Druidenhain hier verlassen? Ja, können wir. Ich nehme mal an, Zern steht wahrscheinlich jetzt hier wieder irgendwo rum. Auf jeden Fall dürften wir in Handelstreff jetzt Freunde finden.
Wenn es das ist, was ihr wollt. Jetzt nachdem die Tiere weg, Tiere nicht mehr angreifen. Sprecht schnell, Bürger. Ah, ihr seid es. Ich habe nicht viel Zeit für sowas. Ihr müsst unser Problem mit den Türen gelöst haben. Sie greifen uns nicht weiter an. Gut zu wissen, dass es immer noch Helden gibt. So, das heißt, mögen uns jetzt alle? Ja, wie ich höre, seid ihr diejenige, der diese Angriffe beendet hat. Gute Arbeit. Und jetzt geht unter dem was gegen diese Genies. Ja. Das Gute wurde aufrechterhalten. So. Jetzt können wir uns beim Bürgermeister melden. Oder beim Großhändler, Hochhändler. Ist ja eine Handelsstadt eigentlich, außer dass sie am Arsch ist, dank der Jeans. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Ach, da ist er. Bodenhändler heißt er. Wir stehen für alles, was ihr getan habt, in eurer Schuld. Ich danke euch, ebenso wie die Bürger von Handelstreff. Die Angriffe haben endlich ein Ende und die restlichen Druiden bemühen sich, den angerichteten Schaden durch Geschenke wieder gut zu machen. Wir stehen tief in eurer Schuld, Handelstreff dankt euch. Ich wünsche es liege in meiner Macht, euch eine angemessenere Belohnung als diese zu gewähren, aber Handelstreff hat noch ein weiteres ungelöstes Problem. Ihr müsst wissen, 2000 Gold, ihr müsst wissen, Handelstreff war ein bevorzugter Ort der Handelsgöttin Vauken. Ein Ort der Fairness, wo niemand um sein Leben oder seine Besitztümer fürchten musste. Und zwar, es glaubt mir, Vauken selbst ist verschwunden, wir haben keine Schutzgöttin mehr und die Dinge haben sich zum Schlechteren gewendet. Diebe sind gekommen und schlimmeres Gesindel. Eine Gruppe von Dao-Genies aus Kalimsand traf hier ein, während wir noch mit der Druidengeschichte beschäftigt waren. Sie und ihr Gold waren hier zunächst natürlich willkommen. Aber in wenigen Wochen haben sie alle Handel an sich gerissen und zum Erliegen gebracht. Sie jagen eine Rakshasa namens Interfer und behaupten, sie befände sich in der Stadt. Die Genies verbieten jeglichen Handel, bis jemand Interfer gefunden und ihnen ihren Kopf überreicht hat. Warum sie auf diese spezielle Strategie verfallen sind, ist mir schleierhaft. Ohne regulären Handel aber gehen die Händler bankrott und schon bald werden auch die Nahrungsmittelvorräte aufgebraucht sein. Es muss also etwas geschehen und es muss bald geschehen. Ich hatte nicht geglaubt, dass ihr mit den Druiden so einfach fertig würdet. Vielleicht könntet ihr euch auch um diese Sache kümmern. Ich werde alles tun, um euch zu helfen. Ihr seid so gütig. Genmeisterin Büsser nebenan kann euch mehr über die notwendigen Maßnahmen erzählen. Jo, Genies in Handelstreff. Also erstmal erledigte Aufgaben. Nach Datum. Ja, tierische Probleme in Handelstreff. Das Gleichgewicht. Fadot ist besiegt, ich habe für meine Bemühungen eine anständige Belohnung gehalten. Der Hain wird sich ebenso erholen wie Handelstreff. Das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Faldor wurde besiegt, sie wurde bei einer druidischen Herausforderung getötet. Der Hain ist von ihrem Einfluss befreit. Wertan wurde zum Meister der Herausforderung ernannt, bis sich der Hain von der Verschmutzung durch die Taten der Stadtendruiden erholt hat. Handelstreff muss keine weiteren Angriffe mehr fürchten. Ja. Die Sache mit den Genies von Handelstreff. Ich habe Etafer den Rakshasa aufgespürt, der sich als Tränkehändlerin getarnt in der Nähe des Druidenhains versteckt hatte. Ja, das war vorher schon. Nach der Befriedung des Druidenhains hat Fürst Logan ein weiteres Problem. Eine Gruppe von Jins hat zur Durchsetzung ihrer Forderungen den Handel an sich gerissen. Er hat mich in ein Haus dieser Gildenmeisterin Bissa geschickt, in sein Haus, um weitere Informationen zu erhalten. Ja, und wir haben gute Erfahrungspunkte gekriegt durch diese Sache. Minsk sieht nämlich auf dem besten Wege mit nur noch ja 91.000 Erfahrungspunkten aus. Keldorn braucht da noch ein ganzes Stück mehr. Yoshimo mit seinen 50.000 sieht da eher am besten aus. Ja, und Eri braucht sowieso noch eine ganze Weile. Gut, das heißt, wir fragen mal sie hier. Wir können dieser Tage jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Ah, die heldenhafte Person, die uns vor den Druiden gerettet hat. Ich
Überbringe euch meinen Dank. Unsere Stadt hat jetzt weniger Ärgernisse als vorher. Und vielleicht kann bald wieder ordentlicher Handel betrieben werden. Es gibt allerdings noch ein Problem, das uns beschäftigt. Fürst Koprint hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr uns dabei helfen wollt. Nichts würde mich mehr erleichtern. Die Dao sind in ihren Zelten direkt draußen vor dem Eingang der Stadt. Ich bitte euch, dass ihr dorthin geht und sie überredet zu gehen. Entweder ihr findet ihren Rakshasa oder ihr vernichtet sie, nehme ich an. So gemein sich das auch anhören mag. Als Gegenleistung biete ich eine Belohnung Gold an, wie auch einen Gegenstand von gewisser Macht, den die Gilde in ihrem Besitz hat. Zweifellos haben auch die Djinns eine Menge Reichtümer. Wir wollen mit solch mächtigen Wesen keinen Ärger, aber wir können nicht länger ohne Versorgung auskommen. Die Forderungen sind unfair. Bitte tut, was ihr könnt. Ich flehe euch an.